Nach zwei missglückten Versuchen, auf dem Mond zu landen, hat Japan gestern gegen 16.20 Uhr dann mit einem unbemannten Raumschiff auf dem Erdtrabanten aufgesetzt. Die sind damit dann die fünfte Nation, der das überhaupt jemals gelungen ist. Ein Problem, das gibt es aber. Das Solarpanel, das funktioniert nämlich offenbar nicht richtig. Und die verbaute Batterie, die reicht wohl nur noch für wenige Stunden. Ziemlich problematisch, wie Kevin Lux berichtet. 2,4 Meter lang und 1,7 Meter breit. Das Raumschiff namens Slim hat gegen 16.20 Uhr Weltraumgeschichte geschrieben. Die japanische Raumfahrtbehörde hat bei seiner ersten Mondlandung geschafft, was zuvor noch keiner anderen Nation gelungen ist. Punktlandung für die Japaner. Bei der Erforschung des Weltraums und des Mondes kommt es häufig vor, dass Raumfahrzeuge den anvisierten Landeplatz um Dutzende von Kilometern verfehlen. Aber SLIM zielt auf eine Landung mit einer Genauigkeit von weniger als 100 Metern ab. Sollte sie unbeschädigt sein, geht es für eine kleine Sonde von einem Krater aus auf Erkundungstour. Gesteinsproben sollen Aufschluss über die Entstehung des Mondes liefern. Ziel der Mission ist es außerdem, Wasservorkommen zu finden. Japan will so seine Präsenz im Weltall demonstrieren. Vor vielen Millionen Jahren hat es Kometen gegeben, die haben das Wasser eingetragen. Und auf der Sonnenseite des Mondes ist es halt ständig immer verdampft. Und in den Polen ist es wahrscheinlich übrig geblieben, übrigens in großen Mengen, Millionen von Tonnen. Wasservorräte könnten wichtig werden, um eine Zwischenstation für künftige Marsmissionen zu schaffen. Mehr als 50 Jahre nach der ersten Mondlandung scheint das Rennen um den Erdtrabanten wieder im vollen Gange zu sein. Erst vergangenes Jahr hat Indien als vierte Nation die fast 400.000 Kilometer bis zum Mond erfolgreich zurückgelegt.